Ja, was willst du machen, ne? Mitten in der Nacht am Jama rumstehen und sich dann denken, ja verdorrig, ich kann ja hier kaum noch einen auf Spinning machen. Raus mit der Matchroute und mal gucken, was denn da so am Grund des Jamas rumwuselt. Ja, und wenn man das so betrachtet, dann sieht man schön hier unten irgendwo immer noch genau das Treibangeln. Und das heißt, hier ziehen ganz easy, zieht die Pose quasi den Köder locker über den Grund oder es schwebt so ein bisschen knapp über den Grund und gerade ist auch schon ein schöner Saugdöbel reingerasselt und auch noch ein Silberlachs. Schmeckt natürlich. Gerade am Tag stand ich hier auch schon kurz ein bisschen mit der Stippe. Da sind hier ein bisschen was Kleineres. Würde mir auch noch schmecken als Trophy, nehme ich gerne mit. Aber so ein Langnasen-Saugdöbel ist doch ganz nett. Und so ein Silberlachs hinterher ist natürlich besonders nett. Nehme ich doch gerne mit. Und es ist eigentlich gar nicht so schlecht hier, dieses Treibangeln. Und ich überlege schon die ganze Zeit, sollte ich das hier mit 2 oder 3 Ruten sogar machen? Nein, nicht gehakt. Weil man das eigentlich ganz gut angezeigt bekommt, wenn denn da was dran ist. Ich werfe hier so ungefähr, na, was sind das hier, 30 Meter, 25 Meter, würde ich sagen, ungefähr aus. Ich stand hier gerade schon mit einem Clip von 20 Metern, den musste man aber halt immer wieder dann aufmachen. Also einmal zu, einmal auf, dass dann der Clip, der Schnurclip raus ist. Und jetzt habe ich den Clip einfach mal rausgenommen und teste einfach mal so. Ich könnte wahrscheinlich noch feiner hier rangehen, ne? Aber es ist halt immer ein bisschen die Gefahr der dicken Dinger, die auch hier reinrasseln könnten. Und ich hätte da schon irgendwie Bock drauf, irgendwie so auf Pose, so ein paar dicke Brocken hier am Yama. Wäre doch nicht schlecht. Köder-Kombi jetzt gerade hier, Tauwurm und Mistkäfer, schön in Kombination. 10er Haken, 19 Kilo Vorfach, hier könnte ich vielleicht auf 15 gleich mal runtergehen. Ist vielleicht schon ein bisschen übertrieben. So, für mich erstmal Frühstückskaffee. Trinktemperatur. Da geht er auch in großen Schlucken rein. Sehr gut. Und dann halt einfach schön entspannt treiben lassen und abwarten. Zack, Alter. Na, wenn das Treibangeln so schnell weggeht. Jetzt habe ich hier viel probiert, bin jetzt hier einige Meter nochmal zurückgelaufen und habe auch jetzt gerade das erste Mal ein bisschen weiter reingeschmissen. Naja, immerhin eine Quappe und da geht wieder was. Da geht wieder was. Falsche Taste. Anschlagen und er ist dran. Das war knapp. Das war knapp. So, erster Fisch der Nacht und es ist eine olle Quappe. Naja, weiter probieren. Zack, und das nächste Ding geht rein. Und es hakt. Doch, tatsächlich, es hakt. Und da geht das nächste Ding rein. Nein, falsche Taste. Okay, das ist vorbei. Der ist definitiv vorbei. Da müssen wir jetzt auf den nächsten warten. Wenn es beim nächsten Mal runter geht. Der Fisch ist noch dran und zuppelt da rum. Was haben wir jetzt hier dran? Auch wieder eine olle Quappe. Raus damit. Und jetzt gleich, wenn er richtig abzieht, nochmal. Komm, gönn dir. Gönn dir. Jetzt. Doch noch gehakt. Oh, ich habe schon gedacht. Knappes Ding. Doch noch gehakt. Hier vorne treibt die Pose sehr langsam. Aber ich habe auch nicht so weit ausgeworfen. Es kann sein, dass hier noch wieder Grundberührung ist auf der gelben hier vorne. 3 Kilo Quappe, Alter. Keine Saugdöbel, aber dafür Quappen hier oben an der Stelle bin ich jetzt gerade. Auch nicht verkehrt. Werfen wir mal wieder ein bisschen weiter raus. Schnur ein bisschen zusammen wieder, so. Und hier werfe ich auch nochmal weiter raus.
Das ist doch nicht so ganz verkehrt gerade hier. Auch wenn es nicht direkt der Zielfisch ist. Langnasen-Saugdöbel. Aber Quappen nimmt man auch gerne mit, gerade wenn man hier am Jama ist und ein bisschen was rausziehen will, dann ist das auch voll okay. Auf der 2 und auf der 3, muss ich mir bloß merken. Jawohl. Und gehakt, so soll das sein. Relativ langsames Gezuppel auch wieder da dran. Also kurzes Gezuppel, Biss und runtergezogen, aber nicht so ganz schnell. Aber man sieht das schon, gerade wenn die so schön konstant treiben, nebeneinander, und eine der beiden macht so einen kleinen Ruckler oder so einen kleinen Wackler auch nur, der Waggler, dann ist das doch immer ein gutes Zeichen. Zack, 4,3er Quappe, Alter. Tauwurm und Mistkäfer, gar nicht schlecht. So, raus damit. Straff ziehen und das andere ziehen wir aber auch wieder rein, weil ist mir einfach zu weit draußen. Alter, hier in Windeseile nochmal schnell ein zweites Set zusammengebaut, hier mit der halbschrottigen Rolle. Ei, 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 kannst du nicht ausdenken. Schmierung über 50% schon durch. Deswegen gerade das Warnzeichen da unten in der Ecke. Aber für so ein paar kleine Fische reicht das noch. Da mache ich noch ein bisschen Kohle mit. Und wenn ich dann ein bisschen Kohle damit noch gemacht habe, so auf Kleinfisch, dann kann ich die auch schön in die Reparatur schicken. Ausnutzen bis zum Letzten. Ja, also im Großen und Ganzen kann man das hier machen. Ist es gerade ein Hotspot? Ich glaube eher nicht. Wenn man den Fisch haben will, ja, dann kann man sich hier hinstellen. Schön entspannt mit der Pose. Ich hatte ja vor einigen Wochen hier oben schon mal rumprobiert. Da ging auch einiges rein. Allerdings mit deutlich feinerem Setup, was allerdings auch übelst schwierig enden kann. Denn wenn hier mal so ein dicker Lachs dann reingeht, und die mögen ja auch diese Köder, dann kann man da schon mal ziemlich lange in den Drill gehen. Na ja, ein bisschen was snacken. Und weiter im Blick behalten. So ewig lang, muss ich gestehen, habe ich da auch gar keinen Nerv drauf. Ne? Die ganze Zeit drauf achten, zuppelt da was, immer drauf, genau mit den Klüsen auf dem Monitor. Das ist halt auch anstrengend. Da ist dann so entspannt nebenbei, jetzt gleich, wenn es wieder hell ist, schön mit Spinning, da kannst du auch mal woanders hingucken, dann brauchst du einfach nicht so genau drauf achten. Ziehst du einfach locker durch den Spinner oder machst du einfach beim Blinkern immer die gleiche kontinuierliche Jig-Bewegung oder so. Das ist halt ganz entspannt. Aber das ist halt immer der Nachteil beim Posenangeln. Komplett konzentriert, Finger im Anschlag, dass man sofort reagieren kann und gegebenenfalls anschlagen kann. Zack, da geht's rein. Und ja, noch gehakt. Ziemlich weit draußen. Das ist doch nett. Das ist doch nett. Es macht eigentlich Bock, also ich muss wirklich sagen, es macht Bock, gerade das mit dem Posenangeln, immer wieder geil, vor allem auch immer wieder geil, auch auf mal was anderes, als hier nur auf, keine Ahnung, Rotaugen oder Karpfen oder so, ruhig auf die etwas aggressiveren, weil einfach auch der Biss, zack, direkter ist, wenn man mal so einen Lachs dran hat. So, also, es wird wieder hell, bedeutet, Zeit fürs Spinfischen. Rinjahauen, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, gern den Kanal abonnieren, Daumen da lassen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, Petri.